Leute, wir hatten die Chance, Adi Goldmann zu besuchen. Und dieser Mann gibt normalerweise keine Interviews. Ich komme nicht aus Frankfurt. Ich bin Frankfurt. Wer ist Adi Goldmann? Der einzige Überlebende aus einem Unfall mit 7 Leuten. Er ist Mr. Hollywood und er ist Frankfurts Immobilienkönig. Das ist ihm, das Ding schwebt. Allein nicht statisch ist das schon ein Problem, das zu bauen. Dann geht es da vorne weiter. Auf jeden Fall hat er die 25 Hours Hotel Gruppe mitgegründet. Auch er ist der Erfinder von dem ganzen 25 Hours. Bars, Restaurants und wahrscheinlich fast Milliardär. Ja, du kannst mit Immobilien Millionär werden. Aber ist das sinnvoll, Millionär zu werden? Weißt du, was sinnvoll ist? Milliardär zu werden. Und als er uns dann noch seinen Club gezeigt hat, der Club war offen, mitten am helligsten Tag und war bumsvoll, dachte ich, was ist denn hier los? Und das mache ich mit euch. Seelenrettung. Wie Adi das alles erreichen konnte, erfährst du hier in diesem Video. So ein Interview hatte ich selbst noch nie. Du hast jetzt 3 Sekunden Zeit, die Schürze auszuziehen und rauszugehen. Und wenn du das nicht in 3 Sekunden machst, dann werde ich dich erwürgen. Verstehst du das? Der hat wirklich alle Vögel, die es da oben gibt, abgeschossen. Lass gerne Liebe da, mach die Glocke an, kommentier gerne, lass ein Like da, ein Abo da. Und ganz wichtig, jeder, der kommentiert, macht am Gewinnspiel mit und kann 100 Euro per PayPal Cash in the Cash gewinnen. Das ist ein ganz bekannter Weg. Leute, wir sind bald da bei Adi Goldmann, eines der Mitgründer von 25 Hours Hotel und Immobilienmogul aus Frankfurt. Yusuf, dankenderweise der Baba aus Frankfurt mit, bringt uns jetzt zu Adi Goldmann. Das ist Frankfurter East Side, das gehört ihm, das hier, das krass. Hier. Die ganze Straße gehört ihm. Fast. Dann geht's da vorne weiter. Du siehst ja auch an seinen Objekten, dass es seine sind, weil er immer die gleiche wiederkehrende Architektur hat. Deine Handschrift erkennt man. Seine Handschrift sieht man wie beim guten Architekten, obwohl er kein Architekt ist. Das war auch mal ein Club, das ist ihm, das Ding schwebt. Allein nicht statisch ist das schon ein Problem, das zu bauen. Das ist 25 Hours, das ist auch ihm das Gebäude. Auch er ist der Erfinder von dem ganzen 25 Hours. Das hier, passt aber währenddessen. Das Lied gehört auch ihm, du kannst gar nicht mitzählen. Weißt du das? Adi. Hallo, nice to meet you. Mario, ich bin Deutsch. Ah, ich bin Deutsch. Ja, ja, ich komme aus Hamburg. Man fragt mich ja immer, ob ich aus Frankfurt komme. Weißt du, was meine Antwort ist? Ich komme nicht aus Frankfurt. Ich bin Frankfurt. Ja. Ich habe mir das so angewöhnt, so, wenn ihr das vielleicht kennt, ich bin ja aufgewachsen mit Filmen. Und der erste, gib mir mal, damit das mal. Der erste Teil von Pate war ja, als sie Marlon Brando gefragt haben, are you from Italy? Und Marlon Brando hat gesagt, I'm not from Italy. I am Italy. Und genauso habe ich mir das angewöhnt. Ich kopiere die einfach. Ich bin jetzt auch Marlon Brando, der ist ja tot. Muss ja Nachfolger nehmen und dann fragt man mich, Herr Goldmann, kommen Sie aus Frankfurt? Dann nehme ich die Zigarre und sage, nein, ich komme nicht aus Frankfurt. Ich bin Frankfurt. Nein, ich bin nicht Frankfurt. Ich bin Frankfurt. Adi, du machst ja hauptsächlich Immobilien, ne? Wie kamst du dazu? Wie ich zu Immobilien kam? Ja. Naja, mein Vater hat Immobilien gemacht. Auch schon damals? Mein Vater hat damals, es gibt ja nur 2 Rotlichtviertel. Und Rotlicht, es wird immer mit Kriminalität, das stimmt, es war ein Amüsierviertel, nicht? Mhm. Amüsierviertel, es hat Frankfurt gehabt und Hamburg. Und in Frankfurt war natürlich Nachkriegsgeschichte. Große Nachkriegsgeschichte. Mein Vater hat die Fischerstube gehabt. Die Fischerstube war sowas wie in Hamburg die Ritz, also einfach ein weltbekanntes. Wo halt auch solche Menschen hingegangen sind aus dem Milieu oder Rotlicht, ja, die abends unterwegs waren. Ja, es waren ja auch normale Menschen da, nicht Vorstandsvorsitzende, Künstler, alles Mögliche. Es war ja alles gemischt. Querbeet. Hans Albers, nicht? Hat ja über die Reeperbahn gesungen. Die Reeperbahn war ja kein Rotlicht. Das war ein Amüsierviertel. Da gab es alles Mögliche. Viele Matrosen, die dann irgendwo angelegt haben, die dann zu feiern. So ist das, das Gebiet entstanden. Bars, Clubs, alles Mögliche. Okay, und so ist dann entstanden. Hat er investiert in Immobilien. Ja, und dann kamst du irgendwann, hast dann weitergemacht. Genau, ja. Und hast gedacht, ich will diese Region hier entwickeln. Und hast dich dann hier breit gemacht.
Richtig, ich habe mir meinen eigenen Mikrokosmos geschaffen, weil ich bin ja ein Kosmopolit und bin durch die ganze Welt gereist. Von Marrakesch zu Côte d'Ivoire, Paris, London, New York, kleine Städte auch, Kopenhagen, Oslo. Also ich bin ein Städtereiser. Ich habe viele Kulturen kennengelernt. Ja, klar. Und italienische Kultur, griechische Kultur, Istanbul, das sind ja Städte. Da wart ihr auch oft, ne? Ja, ja, das sind ja Städte. Ich habe ihn, er hat mich in irgendwelchen... Raider habe ich ihn gebracht. Was ist das? Raider. Steht auf, wir gehen ins Islam. Nein, Raider waren wir, das war ja zu, wir waren in einem anderen. Das unten, das ein bisschen noch hochwertiger ist. Weil er hat mir gesagt, du kennst dich in Istanbul besser sogar aus als einige. Nein, das war mir so langweilig, das war so langweilig, weil man geht ja in diese Hochglanzläden. Ja. Und ich habe gesagt, zeig dir mal was du noch nie gesehen hast. XXL. Da sind wir rein, haben Party gemacht, morgens um einen Flieger um 8 Uhr. Da hat er gesagt, okay, steh mal auf. Dann hat er gesagt, weißt du was, scheiß auf den Flieger, wir feiern nochmal hier. Ja. Bist du da auch so ein bisschen Feiermensch, wenn du da anfängst, dass du sagst, jetzt will ich es wissen? Naja, ich habe ja... Er hat den ganzen Club nach Deutschland eingeladen. Ich habe ja, man darf nicht vergessen, was ich ja mache, sind keine statischen Projekte. Sondern ich gebe den Sachen Leben. Ich bin nicht nur Developer, ich bin auch Betreiber. Und ich betreibe nicht Gastronomien. Ich habe eine andere Grundidee. Was ich mache, ist eine Gastrophilie. Also Leben einhauchen in die Gastronomie, ja. Und dann die Betreiber finden. Die Gastronomie wird oft falsch gesehen. Ich habe ja gesehen, was du so immer so postest, so Hochglanzgeschichten, interessieren mich nicht. Die haben auch eine Qualität, wenn du nach London gehst. Und sexy Fisch, unfassbare Qualitäten. Ich glaube an den Menschen. Und du hast ja oft Gastronomien, da stehen alte Stühle, eine Neonlampe, aber da steht ein Typ. Man geht zu diesem Typ und der füllt das alles aus. Auratisch, der hat eine Aura, nicht? Die Schauspieler. Und wenn ich Gastronomie mache, mache ich nicht Gastronomie nur um Geld zu verdienen, sondern ich mache Gastronomie aus einer irren Einstellung. Menschen treffen und deshalb, viele Leute verstehen ja gar nicht, was Gastronomie ist. Begegnungsstätte, sozialer Klebstoff. Klebstoff. Und es sind drei Faktoren, die so schwierig geworden sind. Früher hast du einfach eine Kneipe, auch vollkommen egal, Leute sind raus. Aber es sind so viele Feinde. Netflix, Instagram, TikTok, also alles richtig, ja. So. Und Gastronomie ist sehr schwierig geworden, weil der Gastronom ist einer, das kann man nicht lernen. Man kann nicht in eine Hotelschule reingehen und sagen, jetzt bin ich Gastronom. Gastronom wächst mal auf. Das ist eigentlich so wie ein Verbrecher. Verbrechen kann man nicht lernen. Man muss es auf der Straße lernen. Und genauso ist Gastronomie auch ein erlebtes Lernen. Gelebte Erfahrung, ja. Drei Faktoren, das Wichtigste. Um Gastronomie zu sein, musst du ein Gastrosoph sein. Warum? Weil du eine Gastrosophie brauchst. Aber Gastrosoph und Gastrosophie, dann steht das Ding. Aber du musst ja noch betreiben. Und zu betreiben musst du ein Gastronaut sein. Wie ein Astronaut, der eine hochwertige Ausbildung hat, musst du auch, wenn du das hingestellt hast, musst du es auch selber machen. Sonst funktioniert das nicht. Also musst du Gastrosophie haben und musst noch Gastronaut sein. Und wo findest du es heute? Es ist eine Lebenseinstellung. Das ist so ein bisschen auch verloren gegangen, aufgrund der Probleme, die wir auch haben. Aber du hast ja nicht nur Gastro gemacht, du hast ja auch Hotelkonzepte mitentwickelt. Ist ja 25, ne? Hat alles was mit Hospitality, genau. Gastfreundschaft. Ja, richtig. Komm, wir laufen mal vor. Ja. Gefällt dir? Ich finde das cool. Ich finde das vor allem um die Zeit jetzt, Club, der jetzt aufmacht. Ja, sehr ungewöhnlich, aber Daydrink ist ganz stark geworden. Und abends wollen die nicht mehr, ne? Na ja, klar, wenn die von 11 bis, die haben ja angefangen um 1. Aber wie kam es denn zu dem 25-Hours-Konzept? Du hast was entwickelt und hast gesagt, jetzt könnten wir auch mal ein Hotel reinsetzen. Komm, wir setzen uns hin. Ja? Wir können einmal von vorne reingehen. Ja. Das war vielleicht ganz interessant, die Kneipe war dreimal pleite und irgendwann habe ich es übernommen. Jeder Besitzer hat mich 150.000 Euro gekostet, zumachen, aufmachen, nicht bezahlen. So. Und irgendwann habe ich gesagt, ich zeige euch mal, wie das geht. Jetzt läuft's? Schon seit 10 Jahren, ein Klassiker. Wenn ihr reingeht, werdet ihr das gleich sehen und ich werde euch erklären, was ein Klassiker ist. Aber wie fühlt man sich so? Du bist ja wie der Bürgermeister hier, dir gehört ja fast alles. Man hat gesagt, ich bin der König der Nacht. Dann hat man mir den Titel gegeben, König der Hanauer Landstraße.
Und dann hat man mir gegeben, was weiß ich, man gibt mir immer wieder neue Namen. Das habe ich mit den Willen dann alles zusammengestellt und habe hier eine Atmosphäre reingeschaffen, als ob diese Kneipe seit 100 Jahren gibt. Bilder, alte Tische reingestellt. Und wir hatten hier 5 Architekten, weil es dreimal pleite gegangen ist. Es war eine alte Bierkneipe, dann war es ein Marokkaner, dann war es ein Italiener. Jeder hat was anderes gemacht, hat so Design versucht zu tun. Und alle pleite. Und dann habe ich 4 Innenarchitekten gehabt, die versucht haben, ja, die Fenster müssen unter dies, das war auch Leute. Brauchen wir alles nicht, weil jede Pleite hat so viel Geld gekostet. Wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was es ist. Ja, das geht ja nicht. Ich sage, okay, auf Wiedersehen, geht nach Hause, ich zeige euch mal, wie das geht. Und habe dann die Idee gehabt, ich bringe ja ein Lokal, das auch in Neapel sein könnte oder in Mailand, in der alten Ecke. Ein altes Lokal, laut, sehr eng zu sitzen, praktisch eine Apfelweinkneipe oder eine Bierkneipe auf Italienisch, eng zusammensitzen. An den Tafeln, alles zusammengestellt. Ja, obwohl du dir das hättest leisten können, hast du gesagt, wir brauchen hier kein Geld, wir machen es ohne Geld, mit dem, was wir jetzt zur Verfügung haben, minimalistisch. Ja, weil die Grundidee war, was hier das Problem ist, du kriegst hier keine architektonische Ordnung, weil hier so viel unordentlich ist, nicht? Runde Fenster, da eine Öffnung, die Säulen stehen nicht in der Struktur, die Bar ist anders, immer. Du hast hier eine Unruhe. Und dann musst du aus der Unruhe noch mehr Unruhe machen. Chaos. Damit das dann Spaß. Weil du kommst aus der Türkei, wenn du manchmal nicht in die großen Touristenburgen gehst, sondern da, wo einfache Fischer sind, da ist eine Kneipe, die ist einfach, die hat kein Architekt gemacht. Da ist ein guter Typ, hat vielleicht macht heute eine Kneipe, hat sich eine alte Bar geholt, hat eine alte Platte von der Metzgerei geholt, die schon schmutzig ist, hat dann Stühle hingestellt, hat eine Neonlampe hingemacht, hat einfach eine Farbe genommen, weiß gestrichen, hat sich reingestellt. Und auf einmal lief das Ding. Aber es läuft nicht, weil er eine Seele reingemacht hat. Seele kann man nicht. Ich kriege oft immer diese Fragen gestellt. Ja, wo kommt die keine Kreativität her? Deine Kreativität. Ich will dir mal eine Antwort geben, die ich jemandem geschrieben habe, nämlich ein Geschäftsführer der größten Stiftung Deutschlands, ich will keine Namen nennen. Wir haben mich auch gefragt, Herr Dönkmann, wo nehmen Sie alle Ihre Ideen her? Woher kommt Kreativität? Und Levitan, eine Figur aus der Bibel, hat mal einen schönen Satz gesagt. Niemand kann sagen, wo ein Buch herkommt. Am wenigsten diejenigen, die es geschrieben haben. Was heißt das, nicht? Das ist in dir und das kommt manchmal. Richtig. Das ist. Das weiß man auch nicht, wann das kommt. Das Wichtigste ist, zu träumen. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und ich sage, wenn Träume fliegen lernen. Träume fliegen lernen. Das weiß jeder Gastronom, wenn er einen Traum hat und anfängt, es auszuleben, zu bauen und dann zu leben. Und wenn Träume fliegen lernen, kommt eigentlich, manche nennen mich ja den verrückten Hutmacher von Alles im Wunderland, gepaart mit Peter Pan. Und Peter Pan ist eigentlich die Grundidee eines jeden Menschen. Die meisten Menschen kennen Peter Pan, die Geschichte von Peter Pan, nicht nur aus Walt Disney, aus den Filmen. Aber Peter Pan geht ganz anders. Nämlich, das ist eine Vision, eine wahr gewordene Vision. John Barry hat das 1922 geschrieben. Und zwar, der hatte ein kreatives Tief. Der konnte nicht mehr was schreiben. Es war ein Bühnenautor, damals gab es noch keine Kinos. Der ist dann in den Park gegangen, wollte Ideen sammeln, hat 4 Kinder vorgefunden, die traumatisiert waren, weil sie ihren Vater verloren haben. Und dann fing er an, sie zu enttraumatisieren. Er hat sie in eine andere Welt mitgenommen. In Neverland, Niemandsland, hat den Piraten gespielt. Ich hatte ihm gesagt, der Rasen im Hyde Park ist das Meer. Die kleinen Goldfische, die im Teich schwimmen, das sind die Krokodile. Die Vögel, die oben in den Bäumen fliegen, das sind Elfen. Und er hat mit denen das gespielt. Er hat eine Traumwelt. Neverland. Das war die Traumwelt. Er hat dieses Stück auf die Bühne gebracht
war ein mittlerer Erfolg, ist leider kinderlos gestorben alles, und hat die Rechte einem kleinen Kinderkrankenhaus in England vermacht mit 4 Zimmern. Heute ist dieses Kinderkrankenhaus das größte Kinderkrankenhaus Englands, weil die Rechte natürlich. Und wenn man das liest, wenn man die Bücher liest oder mal Filme sieht, es steht immer unten drunter in Honor of the Children Hospital of bla bla bla. Und ist das nicht eine schöne Vision? Und davon leben wir. Und also entstehen deine Ideen auch wie so eine Träumerei, die irgendwann kommt? Und dann siehst du, fügst du die zusammen und dann entstehen auch solche Bauweisen. Es ist so blöd, wenn man sagt Träumereien, weil Träumereien sind Luftschlösser. Erstmal. Träumereien, es sind ein Traum, der Wirklichkeit wird. Und deshalb, wer nicht träumt, hat schon verloren. Mhm. Und das ist, du wirst es ja senden, für alle die, die es dann angucken, ist der wichtigste Satz, mach allen, die du kennst, deine Freunde, deine Kunden, zu Komplizen. Komplizen bis in die Träume hinein, dann wirst du gewinnen. Dann bringen sie den Traum in Wirklichkeit, weil am Ende brauchen wir auch Menschen, um unsere Ziele zu erreichen. Aber apropos Ziele, hast du überhaupt noch Ziele? Ich meine, wie viele Immobilien hast du? Ach, weißt du das überhaupt? Also, das ist schon mal die falsche Frage. Wie würde sie richtig heißen? Man kann mir diese Frage nicht stellen, ich kriege eine Zigarette. Weil ich habe keine Ziele. Aber weil du auch schon alles hast wahrscheinlich. Nein. Welches Ziel hat ein Fluss? Keins. Es fließt. Es fließt. Denk doch mal an Forrest Gump, als er da auf der Box, auf der Bank sitzt und sagt, neben der Frau und sagt, life is like a chocolate box. You never know what comes next. Verliegen nicht. Ist das auch, aber auch eine ja, Strategie ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Lebenseinstellung, die meistens zu einem Erfolg oder zu den Träumen führt, die man immer hatte, die wahr werden? Die einen glauben an Schicksal. Gibt es auch ein schönes Wort im Arabischen, im Türkischen, wie heißt der? Kismet. Ja. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube an die untrügliche Pünktlichkeit des Zufalls. Aber wenn man dranbleibt? Man muss nicht dranbleiben. Es kommt. Es kommt, wie es kommt. Inshallah. Also es gibt ja, ich will auch noch mal was zu den Moslems sagen. Was wir heute haben, ist einfach unfassbar, 7. Oktober. Und wir stammen alle von einem Vater, das darf man nicht vergessen. Abraham war der Vater von Juden und von dem Islam. Und Inshallah, wenn das als Kampfruf gerufen wird, ist vollkommen falsch, weil ich bin ja auch, ich habe zweimal die Sahara durchquert, also Nordafrika, und dort hat Inshallah eine ganz andere Bedeutung, das habe ich auch kennengelernt, weil in der Wüste und bei den Nomadenvölkern spielt Zeit keine Rolle. Das ist, Deutsche haben immer versucht, die Afrikaner irgendwie zu kolonialisieren. Dann haben sie ihnen Werkzeuge gegeben, wo sie viel mehr machen können und viel mehr verdienen können. Sie haben mit den Werkzeugen doppelt so schnell, haben nicht mehr gemacht. Sie haben genauso viel gemacht und dann haben sie mehr Zeit gehabt zum Reden, zum Trinken. Und Inshallah habe ich kennengelernt, weil ich war in der Wüste und da ist ein Laster umgekippt, mitten in der Wüste. Wir sind da durchgefahren, haben wir angehalten, sollen wir euch helfen? Der Laster ist umgekippt. Im Nowhere, nicht? So. Katastrophe, aber für die nicht wahrscheinlich. Nee, ne? Die haben da gesessen, haben Tee gekocht und haben gesagt, Inshallah, was bedeutet das, Inshallah? Wenn Gott will, wird er uns helfen, wenn nicht, dann werden wir auch weitersehen, Inshallah. Inshallah ist kein Kampfruf, sondern ist eine unfassbar lässige Bedeutung, Inshallah. Beruhige dich, Inshallah. Gott sieht uns schon, er wird uns helfen. Eine stoische Ruhe, die dadurch herrscht. Ja, eine stoische Ruhe, ja. Und was auch immer interessant ist, wenn man über Glauben redet, das mache ich ja hier, und das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Menschen, bist du ein gläubiger Mensch? Was soll ich sagen? Ich bin nicht gläubig, aber ich habe ein Makel. Ich bin Jude. Das ist schon mal ein Makel. Und genauso diesen Makel haben auch gewisse andere Menschen, wie zum Beispiel Kurden. Ich bin ein Kurdenfreund, weil Kurden werden genauso getötet und gehasst wie Juden irgendwie. Das ist der Christentum, das ist das Judentum und das ist der Islam.
Und alle haben eigentlich dieselbe Idee, dass von der Tora kommt. Das ist ja der älteste Glauben, das ist älter als der Islam. Nämlich, rettest du einen Menschen, rettest du die Welt. Verlierst du einen Menschen, verlierst du die Welt. Und diesen haben alle. Aber ein Volk hat viel mehr, nämlich der Islam. Der Islam, die meisten können ja den Koran nicht lesen, der Islam hat eine ganz wichtige Bedeutung, weil der Islam und den Araber gibt es ja nicht, das sind Wüstenvölker, es gab auch nicht Arabien, das waren alles Wüsten. Aber eins ist das Wichtigste, was haben diese Wüstenvölker gemeinsam? Gastfreundschaft. Das Wichtigste in der Wüste ist nicht Öl, ist Wasser. Und Gastfreundschaft steht an oberster Stelle, über alles. Findest du einen Menschen in der Wüste, der verdurstet oder stirbt, gehst du in dein Zelt. Das nennt sich Gastfreundschaft. Du gibst dem Wasser, du gibst dem Essen, rettest. Dann versuchst du den Ungläubigen, weil für den Islam sind alle Ungläubige, zu überzeugen von dem Islam. Kannst du nicht überzeugen. Das sind Ziel als Freund. Das sind die drei. Und deshalb steht über der Religion beim Islam eins noch weit drüber, nämlich die Gastfreundschaft. Und die Gastfreundschaft lässt keinen Menschen sterben, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber da sind wir wieder bei dem Wort Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Und wenn wir jetzt sagen, macht dir die Gastronomie auch Spaß? Du hast ja auch Gastroläden, du hast Clubs gehabt. Du betreibst sie nicht selber, du gibst denen eher mit Menschen eine Seele, du gibst denen eine Kreativität. Nein, nein, ich habe sie, als ich angefangen habe, sie alle betrieben. Neben den Immobilien? Klar. Aber du standst nicht selber drin, du hast da jemanden. Natürlich stand ich selber drin. Ich bin eine Lichtfigur. Die sind ja zu mir gekommen, zu Adi Goldmann. Und da warst du im Laden, hast dann die Gäste begrüßt? Es gab Menschen, die gesagt haben, es muss drei Adi Goldmanns geben, weil der war in 5 Läden auf 6 Veranstaltungen. Wie geht es? Du warst also aktiv, du bist schon, also Erfolg aktiv. Ist jetzt kein Zufall, du bist schon immer am Machen gewesen, kreativ also, entwickeln. Also ich komme ja aus dem Oldschool, aus der alten Zeit. Da funktioniert Reichtum nur mit eins, Arbeit. Du wirst Waffenverkäufer, geht auch. Aber auch das ist Arbeit, bis du an die ganzen Leute rankommst. Und heute kannst du natürlich anders reich werden mit irgendeiner App oder irgendwas. Aber früher war es eins klar, alle, die reich sind, ob es Verbrecher sind, ob es Rotlichtviertel sind, ob es Gastronomen sind, wer, egal was, hat immer mit dem Wort Arbeit zu tun. Und Disziplin. Arbeit, ja. Disziplin sehe ich erst gar nicht mal, weil es gibt auch Disziplinlose. Über der Disziplin steht eins, du musst Schmerzen ertragen. Weißt du warum? Weil du Leidenschaft brauchst. Leidenschaft. Und wenn du das Wort Leidenschaft auseinandernimmst. Leid, ne? Leid schafft. Wir sind Schaffer. Und gerade die Gastronomen sind Schaffer. Leidenschaft? Ja. Und wenn du die alte Zeit überlegst, wo es Kneipen und alles gab, da gab es nicht viele Ehen, die gehalten haben, weil das schwierig ist. Man sagt in Deutschland so, von 10 Millionären haben 6 davon mit Immobilien zu tun. Kann man das sagen, dass man mit Immobilien schon einen guten Hebel hat oder hatte? Ja, du kannst mit Immobilien Millionär werden. Aber ist das sinnvoll, Millionär zu werden? Das ist ja als arm. Habe ich arm gesagt? Nee. Ja. Weißt du, was sinnvoll ist? Milliardär zu werden. Und Milliardär kannst du nicht mit Immobilien werden. Da musst du Unternehmer werden. Immobilien ist eine Möglichkeit. Also du wirst mit Immobilien reicher als mit Gastronomie. Aber mit der Gastronomie früher. Du hast Gastronomie gemacht und was hast du da gemacht? Was für ein Geld? Gut. Welche Farbe hatte sie? Schwarz. Sehr gut. Wie dein T-Shirt. So. Und was hast du aus dem schwarzen Geld gemacht? Weiß. Mit was? Waschmaschine. Mit der Immobilie. Ah, jetzt geht's los. Ah, mit der Immobilie. Und dann, so war das ja früher. Das ist die Konsiliere hier auf der linken. Guck mal, film ihn mal wieder. Das ist ja hier. Schwarzgeld ist nicht immer Schwarzgeld, weil die Gastronomen, die natürlich auch das Schwarzgeld gemacht haben, aber auch vielen Menschen Arbeit gegeben haben, viele Steuern bezahlen, Mehrwertsteuer, alles Mögliche, haben dann daraus Immobilien gemacht. Und Immobilien hat wieder Arbeitsplätze geschaffen, zu bauen, zu renovieren. Mhm. Das Leben ist nicht schwarz oder weiß. Die Mitte. Ist die Mitte. Aber jetzt mal, Adi, noch mal. Wüsstest du, wie viele Immobilien du hast? Wie meinst du das? Wie viele Immobilien besitzt ein Adi Goldmann in der heutigen Zeit? Natürlich weiß ich das. Ich weiß sogar, wie alle meine Mieter heißen. Nein. Und ich weiß sogar,
welche Miete eingeht bei jedem Raum. Das ist nur so ein Unsinn. Weißt du, wenn du einkaufen gehst, hast du früher auch gewusst, als du noch keine Kreditkarte gehabt hast, kann ich mir das leisten, habe ich genug Geld in der Tasche? Was ist eine Kreditkarte? Also wenn jemand 500, 600 Immobilien hat oder ich sie hätte, schön wär's, wüsste ich nicht jeden Mieter mit dem Namen. Ich würde auch übertreiben, wenn ich sage, ich kenne allen meine Mitarbeiter, die 150 mit Namen. Ja. Weil aber, weißt du, woran das liegt? Du steckst nicht genügend Arbeit rein in deinen Kopf. Hättest du 6 Immobilien, würdest du es wissen, 600, würdest du es wissen, weil du hast ja nicht mit 600 angefangen. Weißt du, wer nicht weiß, wie viel er hat, die dies geerbt haben. Die haben nichts dafür getan. Ganz wichtige Aussage. Also 600 Immobilien. Ich habe nicht 600 Immobilien gehabt. Ob ich welche 600 habe, das lasse ich dir offen. Weite und Dichtung ist stark daneben. Aber ich habe angefangen mit einer Wohnung zu kaufen und habe die saniert und weiterverkauft. Vor 30 Jahren? 40 Jahren? 40 Jahren? 35, ja. Da fing das an. Altbauwohnung, nicht? Die Altbauwohnung, die Deutschen haben dann gesagt, oh, das sind so hohe Decken, wir setzen sie runter, damit ich nicht so viel verbrauche. In den 70er Jahren oder genau, so, ne? Ja. Die haben die alten Heizkörper, die wunderschön rausgeschmissen, weil die so viel verbrauchen, haben irgendwie kleine Dinger. Ich habe mir eine gekauft, gesagt, alles raus, Decken runter, wir holen den Stuck raus, wir machen die Türen, die kleinen Türen wieder, machen wir wieder auf 3 Meter, wir holen vom Sperrmüll die alten Dampfheizkörper, die so groß waren, wunderschön waren. Ja, klar, wieder verbaut. Dann kam einer rein und sagte, oh, das ist so schön. Dabei gab es schon. Alles gibt es. Du musst es nur wiederentdecken und rausholen. Schön gesagt. Okay, und dadurch kam natürlich auch so ein 25-Hours-Konzept zustande, weil du gesagt hast, ich habe da eine Idee, das setzen wir jetzt mal um. Es gibt noch einen ganz wichtigen Satz, den du dir merken musst, weil es gibt natürlich Menschen, die von vornherein gesegnet sind, Milliardäre zu werden, weil sie einfach Genies sind. Einer der Genies ist Steve Jobs. Steve Jobs, alle erzählen irgendwie da. Steve Jobs hat einen Satz geprägt und das kann man sich auf YouTube angucken. Die Präsentation in den 80ern, glaube ich, war das, als er den Macintosh gemacht hat, diese Kiste. Er hat das präsentiert vor allen Wirtschaftsbossen. Und damals gab es einen Gott oder eine gottesähnliche Firma, die nannte sich IBM. IBM war die größte Firma der Welt. Und die größte Computerfirma, also es gab, IBM war gottesgleich. Aber so. Große Maschinen. Große Maschinen, ja. Es gab auch niemand anders. Ja. IBM war die Computer. Und man hat ihn gefragt, Herr Jobs, wie wollen Sie ein Produkt machen, das besser ist als IBM? Wie kann man besser sein als Gott? Was hat er geantwortet? Ich will es nicht besser machen. Ich will es anders machen. Was du auch getan hast. Ne? Und das ist die Grundidee. Ich versuche nicht, was Gutes besser zu machen, weil wie soll man was Schönes schöner machen? Schön ist schön. Du musst es anders machen. Anders. Darum sehe ich auch immer anders aus. Darum verkleide ich mich auch immer. Wobei bei mir ist keine Verkleidung. Ich bin nun mal Peter Pan gepaart mit dem verrückten Hutmacher von Alice im Wunderland. Viele Juden sind sehr erfolgreiche Geschäftsleute. Beruht das auch auf dem Ansatz, weil sie so fein rangehen wie du und die Mieter kennen und ganz genau ihre Bücher kennen, ihre Zahlen und auch ein bisschen sparsam sind und gucken, dass sie da aufgrund auch vielleicht von der Geschichte, ich muss einfach mehr machen, um dahin zu kommen? Nein, das beruht, und das kann man auch bei Türken sagen, das beruht, also auf die Türken vor 40 Jahren. Das beruht auf eine ganz einfache Sache. Es ist eine Minderheit, eine unterdrückte Minderheit mit Vorurteilen. Und deshalb sagen die Eltern, Junge, du musst immer besser sein als die anderen. Und deshalb ist der Bildungsstand und das Wichtige, immer gebildet zu sein. Dadurch sind sie erfolgreich. Die Türken vor 40 Jahren oder 50 Jahren, ich war in der Schule, ein guter Freund von mir, Yüksel, es waren 2 Türken in der Schule. Und wer waren die Besten in der Schule? Die 2 Türken. Warum? Weil der Vater gesagt hat, du musst besser sein als die Deutschen, damit aus dir mal was wird und dass du nicht am Band stehst wie wir. Und die haben sich so viel Mühe gegeben. Und was haben sie wieder reingetan? Arbeit.
Leidenschaft. Und das ist jetzt ein ganz toller Chirurg. Und die haben nicht TikTok und sind da mit einem Ferrari, so ein Dingsterwagen, sondern die haben damals durch die Eltern, die hier damals als Gastarbeiter gekommen sind, und die Eltern haben gesagt, wir wollen nicht, dass du Gastarbeiter bist, wir wollen, dass du erfolgreich bist. Und erfolgreich wirst du durch Bildung. Das hat sich natürlich heute geändert, weil heute kannst du auch durch Instagram erfolgreich sein. Aber damals ging es nur um Bildung. Alle damals, also viele der Freunde, die ich hatte, gerade die Türken, das finde ich immer interessant, gibt es zwei Wege. Es gibt welche, die ich kenne, die sind wirklich im Bildungsstand. Chirurgen, Ärzte, Anwälte, ganz toll. Und welche, die einen anderen Weg gegangen sind, ja, die man sagen muss, aber die kennt man. Das hat alles ganz viel zu tun gehabt, natürlich mit dem Elternhaus, das heißt aber mit auch Respekt und auch wieder Arbeit, Leidenschaft. Das ist eigentlich der einzige Grund. Und das war bei den Juden ähnlich. So, ähnlich, wenn, ja. Wenn ich jetzt überlege, ich habe, bis ich 18 war, in der Küche mit meiner Schwester auf der Couch geschlafen, weil wir nur eine 40 Quadratmeter Bude hatten. Und ich habe nie gewollt, dass deutsche Freunde zu mir nach Hause kommen, weil die hatten immer diese Vorgärten und bei uns waren nur Küche und kleines Wohnzimmer. Ja. Und weißt du, wo das auch noch sehr stark war? Das finde ich so toll, weil in Istanbul, siehst du, gibt es ja 2-3 Straßen, wo wir sind. Und das war ja auch eine unterdrückte Form in der Türkei, in Istanbul, die alle witten. Die Aleviten sind unfassbare offene Menschen und auch ein großer Teil der Aleviten ist sehr gebildet, nicht? Weil die auch durch diese kleine Gemeinschaft, wo ich wusste das gar nicht, für mich sind Türke und Türke, ich wusste gar nicht, dass es Kurden gibt, die sprechen ja alle Türkisch. Warum gibt es da einen Unterschied? Adi, das ist echt spannend, ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Aber was wirst du rausschneiden? Was wirst du nicht trauen zu senden? Wir versuchen alles drin zu lassen. Aber der Konsiglier, die guckt schon mit seiner Brille. Er wird nicht so viel gucken. Ja. Und wir kriegen nur Ärger damit. Nein, wir gucken schon, dass das... Wir brauchen Ärger! Polarisieren müssen wir ein bisschen, ne? Nicht nur polarisieren, ich bin der Revolution viel näher als der Kapitulation. Das würde ich auch so sagen. Ja. Und ich fühle mich manchmal... Ich hatte staatlichen Urlaub mal bekommen. Urlaub? Ja, ich nenne das Urlaub. Warum bist du ins Gefängnis gekommen? Kann man das fragen? Ja, natürlich, weil ich mich geweigert habe zu gestehen. Wenn ich gestanden hätte für das, was ich gemacht hätte. Aber ich bin ein widerständiger Geist. Also ich habe mit einem Amerikaner mal gesprochen und ich habe mir versucht auf Englisch beizubringen, was Schadensfreude ist. Aber ich überlegt, wie erkläre ich das Englisch, weil so gut ist mein Englisch auch nicht. Dann haben sie gesagt, honey, you don't have to explain, I know what's Schadensfreude, we have it also, weil die Amerikaner haben ja Schnitzel, Kindergarten, Schadensfreude haben sie auch, we know what Schadensfreude ist, weil dafür gibt es kein Wort. Und dann bin ich auf ein anderes Wort gekommen, was so ganz wichtig ist, wir sein müssen, nämlich im Amerikanischen gibt es einen Troublemaker. Ein Troublemaker kommt in eine Kneipe, in der Gaststätte, macht Ärger, will nicht bezahlen. So. Aber im Deutschen gibt es ein viel spezifischeres Wort. Der Störenfried. Der Störenfried ist kein Troublemaker. Der Störenfried stört den Frieden der Obrigkeit. Und er ist ein Sandkorn in einem System. Und was kann ein Sandkorn machen? Ein Sandkorn kann ein riesiges Getriebe, ein riesiges Auto, den Motor zum Stillstand bringen. Nur ein kleines Sandkorn. Also müssen wir Sandkörner sein, weil dann können wir ganz viel bewegen. Es ist wie in der Wüste. Darf ich kurz rangehen? Ja, klar. Das ist mein Psychologe. Echt? Ja. Hier, ich werde gerade gefilmt und habe tatsächlich gesagt, dass ich auf das Telefon rangehe. Und da ist mein Psychologe. Jetzt denken die, dass ich verrückt geworden bin. Soll ich deinen Namen nennen? Willst du bekannt werden? Anonym. Nein, der möchte nicht. Möchte nicht? Er möchte nicht. Nein, er möchte. Es ist ein Kinderpsychologe, weil er sagt, mir kann nur ein Kinderpsychologe helfen, weil ein normaler Psychologe wird es nicht schaffen. Und weißt du, wer mich hier aufnimmt? Ich weiß noch nicht, ob sie mich dann erschießen werden. Türken, 2 Türken. Also einer ist, glaube ich, einer filmt mich, aber das ist ja praktisch wie im 7. Oktober. Die lachen noch drüber, dann schneiden sie mir die Kehle durch, der eine filmt und dann kommt es auf TikTok.
denk dran. Das sind vielleicht meine, das sind vielleicht meine letzten Worte, die ich jetzt mit dir. Jetzt komm, mach schnell, gib mal Gas. Adi. Ja, okay. Ich rufe schnell nochmal an. Das ist dein Laden, den betreibst du auch, ne? Nee, nicht mehr. Aber nicht mehr. Das waren alles meine Läden. Okay. Hast du noch Läden, die du betreibst? Nur noch das Fortuna. Können wir da noch mal reingehen ins Fortuna? Können wir das mal zeigen? Den Club? Also er ja. Wir nicht? Warum? Ich bin zu alt. Oh nein. Du bist erst 30, ja? Ja. Ich? Auch schon zu alt. 30 wäre ich, ja. Da war ich vor 20 Jahren. Aber Gastro ist so schwer geworden. Schwer geworden. Aber es wird dann bald, in ein, zwei Jahren, auch wieder viel besser. Weil das Ökosystem hat nie gestimmt in der Gastronomie. Der Gastronom musste zu viel arbeiten, die Mitarbeiter mussten richtig ran, um Geld zu verdienen. Aber die Preise sind zu hoch. Die Preise sind überall zu hoch. Die Menschen können sich nicht mehr leisten. Und wir brauchen so viele Preise, weil natürlich alles so teuer geworden ist. Guck mal hier. Hier haben wir im Leben schön, weil du sagst, weiß ich alles. Ich weiß sogar die Strompreise. Hier haben wir ungefähr 3.800 Euro Stromkosten. Eine kurze Zwischenfrage. Weißt du von diesen ganzen Objekten auch die Strompreise und so weiter? Weißt du, was da läuft? Ich kümmere mich darum, weil ich bin ein Strompirat. Wieso? Naja, weil ich immer versuche, das Beste von meinem Mieter rauszuholen. Und du weißt doch, was die zweite Miete ist, die viele nicht interessiert, die Nebenkosten. Mhm. Nebenkosten legst du einfach um. Aber für mich ist es die dritte Miete. Also sage ich immer, du, wenn du bei mir mietest, ist nicht nur die Miete niedrig, sondern auch die Nebenkosten. Geiler Typ. Bist du geizig? Gibst du richtig Geld aus? Oder sagst das ist lustig. Im Kleinen bin ich geizig, im Großen ist es mir egal. Du bist ja wie ein Banker. Das würde ich verlangen, ich wollte niemals 500.000. Das ist nicht wie ein Banker. Das ist Erziehung. Erziehung, wie du aufgewachsen bist. Wenn du als Millionärskind jeden Tag 1.000 Euro bekommst, verlierst du den Respekt vor Geld. War das so? Wenn du, ja. War dein Papa so zu dir? Mein Papa? Ja. Ich bin ja ich bin elternlos aufgewachsen. Ich musste mir alles erarbeiten, ich weiß. Aber dein Papa war doch auch im Immobiliensektor und du hast sowas geerbt gekriegt, oder? Mein Papa ist mit vier gestorben. Aber der hat dir was hinterlassen. Schulden. Jetzt wirklich? Bist du self-made? Ich bin self-made. Wusste ich nicht. Ich dachte vom Papa geerbt ein bisschen auch, so ein Fundament. Ich bin der Einzige, ich bin ein Gotteskind. Ein Gotteskind. Ich bin der einzige Überlebende aus einem Unfall mit 7 Leuten. Und ich war 1,5 Jahre im Hospital, weil ich hatte einen schrecklichen Unfall, wo meine ganze Familie umgekommen ist. Autounfall? Ich bin der Einzige überlebt. Meine Schwestern sind da umgekommen, die zweite Frau, die Tante, Vater. Ich bin der Einzige Überlebende und war fast 1,5 Jahre zwischen Leben und Tod, weil das ist, war das 66, wo ich 4 war und da hatte ich einen Leberriss. Und Leberriss ist heute einfach, weil das kannst du kleben, eine Leber. Damals musste man nähen und das ging nicht. Und ich war im Krankenhaus nicht transportfähig, dann bin ich nach Deutschland gekommen. Heute kennt das keiner mehr. Aber in Frankfurt, im Nordwestkrankenhaus, war Professor, der Name ist auch toll, Professor Ungeheuer. Und Professor Ungeheuer war eine Kapazität. War Ungeheuer gut. Ja, war eine Kapazität weltweit. Ein Chirurg. Damals Koryphäe wahrscheinlich. Ja. Gab es nur 10. Genauso wie, den kennt ihr vielleicht noch, Professor Bernard aus Südafrika. Das war der Erste, der ein Herz verpflanzt hat. Es gab damals. Die Doku mal über ihn gesehen. Ja, genau. Ja. Unfassbar, nicht? Ich habe ihn mal kennengelernt. Und weißt du, was das Tolle an ihm ist? Ich bin ja aufgewachsen in der Semiotik. Weißt du, was Semiotik ist? Das ist in der Werbung die Zeichensprache. Zeichensprache ist nicht solche Zeichen. Zeichensprache sind, das zum Beispiel ein Zeichen, wenn ich dir das jetzt mache. Zeichensprache. Mimik. Mimik, ja. Gestik. Alles, ja. Und was an ihm toll war, das siehst du auch bei Pianisten, die Hände. Die Künstlerhände, nicht? Weil dünn, du, lang. Lang. Gepflegt. Ja, aber auch, wie siehst du es? Das siehst du auch beim Pianisten, nicht? Okay. Seine Werkzeuge, ja. Und ein Chirurg, der als erstes in der Welt am Herzen gepflanzt. Muss ich dir nicht sagen, wie ruhig der sein muss. Bist du Milliardär? Nein. Halber Milliardär? Nein. Ich bin wohlhabend, aber kein Milliardär. Aber wenn du die ganzen Immobilien jetzt mal veräußern würdest? Ich wäre Milliardär gewesen, wenn ich nicht zweimal fast insolvent gewesen wäre. Was? Und 2/3 meines Vermögens abgeben. Wann war das? Und warum? Immobilienkrise.
Und? Wann war die Immobilienkrise? Jetzt ist sie doch, oder? Alle 10 Jahre kommt eine Immobilienkrise. Aber kommt, die haben gesagt, alle Immobilienkrise kommt nicht mehr. Vor 2 Jahren oder 3 Jahren meinten alle, kommt Immobilien gehen nicht mehr runter, kaufen, kaufen, kaufen. Kommt immer eine. Und, haben wir jetzt gerade eine? Wir haben noch mehr. Wir haben eine Systemkrise. Nicht nur eine Immobilienkrise, eine Systemkrise. Ja. Aber du hast echt viel verloren, ja? In diesem, also das war jetzt vor 10 Jahren oder? Ja. Gott bewahre mich von der Immobilienkrise und vor Partnern. Diesen Spruch musst du machen, weil das war es jeder Gastronom, nicht? Ja, viele. In guten und schlechten Zeiten. Viele. Also ich passe auf dich auf, du passt auf mich auf, ist die richtige Herangehensweise. Aber wenn irgendjemand, oder wenn man dann anfängt, dass jeder auf sich selbst aufpasst, dann kippt die Stimmung. Es gibt in der Immobilienbranche gibt es einen tollen Spruch, der hat was mit Banken zu tun. Wenn die Sonne scheint, gibt dir eine Bank, gibt sie dir einen Regenschirm. Wenn es anfängt zu regnen, sammeln sie ein. Sammeln sie einen Regenschirm ein. Ist so, ne? Ja, es ist so, natürlich. Okay, aber so eine Krise, da verliert man natürlich, weil die Immobilie, die man kauft mit der Bank, die ist dann nicht mehr so viel wert, wie viel du Schulden hast auf der Bank. Zinsen gehen hoch. Immobilien, Niki Lauda hat mal einen ganz tollen Spruch gesagt, als er den Preis für den besten Rennfahrer bekommen hat. Den hat er nicht angenommen, hat er gestiftet. Und weißt du, wen er gestiftet hat? Hm. To the losers. Weil du kannst kein Gewinner sein, ohne zu verlieren. Wenn du nicht weißt, was verlieren bedeutet, wirst du nie Gewinner sein. Und natürlich ist es toll, immer auf der Gewinnerstraße zu sein. Gibt es auch welche. Aber alle, die Geld gemacht haben, viele, wissen auch, was bedeutet, auf der Verliererseite zu sein. Und ein Verlust, und das weiß jeder, ob es in der Liebe ist, stärkt den Charakter und macht aus dir einen Mann. Aber bemerkenswert, dass du immer wieder zurückgekommen bist, zumindest auch in den schlechten Zeiten nicht alles verloren hast, sondern dann wieder wahrscheinlich aufgebaut bist. Da kommt wieder, was musst du sagen, ein Kämpfer. Wieder bei dem angekommen, ja. Wieder ein Kämpfer, nicht? Ohne Kampf. Nichts wird dir geschenkt. Du, Adi, mein ganzes Team ist nervös, weil wenn wir mal gucken, was sind da für Damen hier, was du hier mittags schon 15 Uhr hier rüberziehst. Was ist denn das? Was wir hintern da laufen. Dann gehen wir gleich rein. Wir gehen mal gleich in den Club rein. Jungs, kennst du die Geschichte von Frosch und vom Skorpion? Erzähl bitte. Frosch ist am Fluss. Ganz lustig, quakt vor sich hin und dann kommt hinten ein Skorpion. Skorpione stechen ja Frösche, sind tot. Frosch, ich muss weg. Skorpion ruft, ey, Frosch, bleib stehen, Frosch, ey. Kommt näher. Frosch, guck mal drüben. Siehst du den Skorpion drüben beim Fluss, meine Frau? Ich muss da rüber. Kann aber nicht schwimmen. Skorpione können nicht schwimmen, ich ertrinke. Also, pass auf, du bringst mich rüber. Frosch sagt, bin ich blöd. Ja, bringst du mich rüber, du stichst mich, dann bin ich tot. Ey, Frosch, guck mal. Ich will mit dir einen Deal machen. Du bringst mich rüber, alles in Ordnung und ich bin dein Freund. Du kannst dann angeben bei deinen Froschfreunden. Und Frosch überlegt, Skorpion als Freund, dann kannst du mit Fröschen gehen. Hier, wenn einer Ärger macht, hier, mein Freund Skorpion, mach dich tot. Macht Sinn. Sagt der Frosch, macht Sinn, alles klar. Dann will ich dann stechen, dann will er zu seiner Frau. Also, beide zufrieden. Frosch geht in den Fluss, Skorpion steigt drauf und sie schwimmen. Sie unterhalten sich, ey Mensch, oh, meine Frau und bla bla bla. Lachen, pfeifen, Frosch quakt, lustig vor sich hin, Skorpion freut sich auf Frosch. Mitten im Fluss sticht er zu. Der Frosch sagt, Frosch, wir waren doch eben Freunde, was ist da los? Skorpion, jetzt sterbe ich und du ertrinkst, du wirst deine Frau nicht sehen. Frosch, ich weiß, aber ich kann nicht anders, ich bin ein Skorpion. Wie heißt es so schön? Du kannst den Gangster von der Straße nehmen und ihm Anzug anziehen, aber du kriegst die Straße aus dem Gangster nicht raus. Das gibt es ja auch im Rotlicht. Du kannst die Prostituierte von der Straße nehmen, kriegst aber nie die Straße aus der Prostituierte raus. Das ist ja bei den Freiern so. Nicht, die sich dann verlieben und dann gehen sie nach Hause und ein Jahr funktioniert, dann wird es nicht. Nein, weil das ist das Umfeld. Trinkst du auch mal gerne einen so? Feierst du gerne? Ja, mein Vater ist Pole. Mein Vater ist Pole, wir trinken Wodka. Und für alle, auch die Raki trinken es dasselbe. Nicht Raki, die Israelis trinken ja viel. Raki, Uso, Anis, ja so. Und dann gibt es ja immer so teure Sachen. Es gibt dann türkischen Wodka, 18 Mal gefiltert mit Gold. Dann gibt es auch alles Unsinn. Was wird aus Wodka, das 18 Mal gefiltert wird?
noch immer Wodka. Was wird aus Wasser, das 18 Mal gefiltert ist, noch immer Wasser? Alkohol. Und ich bin kein, ich trinke Sprit. Ich bin Sprittrinker, wie halt Russen, Polen. Aber du siehst fit aus, so. Ja, also es ist frisch. Ja. Ich trinke auch lang genug. Also nochmal, Alkohol. Unsinn. Ob du jetzt Uso trinkst, Raki trinkst, Wodka trinkst, Grappa trinkst, das ist ein bestimmter Alkohol. Kannst du Filter machen, was du willst. Alkohol hat eine Grundidee. Alkohol ist wie die Liebe. Es muss brennen und wehtun. Das ist mein Lieblingsgastrospruch, wenn die den teuren Wodka bringen, 18 Fall, was soll das? Ja, der brennt nicht. Was soll das? Bring mir den Moskowskaja, den es schon immer gab, den einfach so. Ja, aber der ist schlecht. Es gibt keinen schlechten Wodka. Alkohol ist Alkohol. Genauso die Italiener haben das ja geschafft. Wir verkaufen dir den guten Fisch. Es gibt keinen guten Fisch. Es gibt nur einen frischen Fisch oder nicht frischen Fisch. Weil warum ist die Dorade besser als Kabeljau? Fisch ist Fisch. Es gibt nur einen frischen Fisch und einen nicht frischen Fisch. Schauen wir uns mal gleich den Club an. Ja. Von Adi, den betreibst du aber auch nicht mehr selber. Doch, den betreibst du noch selber. Er soll dir mal sagen, die Grundidee von dem Ganzen. Gerne. Das ist ein Krankenhaus. Das ist ein Irrenanstalt. Wie? Das ist ein Irrenanstalt. Der Club war mal ein Irrenanstalt. Nein, das ist ein Irrenanstalt. Ich kann doch nicht alles erzählen. Das könnt ihr doch gar nicht senden. Komm, wir gehen vor und dann. Aber gehen jetzt den Club. Man soll, wenn man sich geschnitten hat, nicht die Wunde verbinden, sondern das Messer. Weil damit kannst du noch schlimme Sachen an. Sehr gut. Und hier, das ist die Glocke. Die habe ich einer Kirche geklaut, nachts. Darfst du euch sagen, mit wem? Es gibt ja nur einen, der sowas mit mir macht. Wer? Ja, hier. Das war mir klar. Das war klar. Und warum? Wie kann man so eine Glocke klauen? Also erstmal, wer kann so eine Glocke klauen? Natürlich nur ein Kurde und Jude. Und guck da oben, was steht. Christus ist unser Friede. Was die Leute vergessen haben, Dietrich Bonhoeffer war einer der bekanntesten Pfarrer, eine Legende, weil er hat Kinder und alles Mögliche gerettet und ist dann, wurde gehängt in der NS-Zeit. Bevor er gehängt worden ist, waren das seine letzten Worte. Und das ist heute das wichtigste christliche Gedicht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend oder Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dann ist die Zelle aufgegangen und er wurde gehängt. Das hat er vorher gesagt. Merkst du das, was Emotion ist? Ja. Jetzt gibt's Gänsehaut, oder? Aber die Leute haben das schon ganz vergessen. Das ist aber nicht dein Auto jetzt hier, ne? Ich fahre nur Oldtimer. Weißt du warum? Warum? Guck mal, ich erkläre dir das. Hast du ein Ferrari oder irgendwas? Nein. Aber viele deiner Gastronomen, die du zeigst, haben ein Ferrari. Manche haben Ferraris bestimmt. Ich stelle mich dann neben dir hin, habe ich auch hier, und sage, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Immer, wenn ich in mein Auto steige, lächle ich. Und weißt du warum? Was der Unterschied ist, damit du das verstehst. Immer, wenn ich mein Auto den Zündschlüssel umdrehe, ist er 1000 Euro mehr wert. Immer wenn du deinen Schlüssel umdrehst, ist es 1000 Euro weniger wert. Guck mal, jetzt kommt wieder. Darum fahre ich Oldtimer. Ich habe auch viele Leute, die sagen, Adi, du kannst doch nicht alle 12 Autos angemeldet haben. Du musst doch auch manche abmelden, damit du Geld sparst. Natürlich habe ich alle. Was interessiert mich, ob das Auto jetzt angemeldet ist oder nicht? Wie viel Geld soll das sein? 2000 Euro im Jahr, 3000 Euro, 4000. Aber bei 10 Autos sind es 30.000. Na und? Aber dafür bist du spontan. Geil. Soll ich mir jetzt überlegen, welches Auto, warum kaufe ich denn ein Auto? Das ist wie die, die sich einen Ferrari kaufen, überlegen, was der verbraucht. Und das ist jetzt ein Club von dir? Das ist ein Club von mir, ja. Ja, das ist mein privater Bodyguard. Das ist mein Bodyguard, seit 30 Jahren. Echt, wirklich? Ja, ja. 30 Jahre schon an seiner Seite? Fast 25. Wahnsinn. Aber sowas. Und war mal Seele. So ein richtig brenzliger Fall, wo du... Es gibt schon ein paar Bremsen. Wenn du mit ihm läufst, hast du nur ein Bremsen gefallen. Ist er auszuhalten oder sagst du? Super Typ. Hammer. Es gibt wenig so Menschen. War vom Kopf her, weißt du? Ja. Ganz feiner Kerl. Hey. Was hat dieser Club für eine Geschichte? Das muss ich ihn gleich mal fragen. Achso, hier, komm. Fortuna irgendwo. Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke. Heilanstalt. Warum heißt das so? Weil ich Dr. Goldmann bin und sich heilen will. Sigmund Freud, als er die Psychoanalyse erfunden hat, hat er gesagt, wenn ich mich in die Seele eines Menschen begebe, begebe ich mich in unbekanntes Land. Das steht hier am Eingang. Terra incognita. Das ist. Und warum ist das so? Was will ich mit euch machen?
Auf der anderen Seite steht SOS. Ich sehe in euren Augen das SOS, weil ihr sucht Freude, ihr sucht Unterhaltung. Abenteuer. Abenteuer, tolle Gespräche, Frieden. Und 80% der Menschen wissen nicht, was SOS heißt. Weißt du, was SOS heißt? Nein. Save our souls. Scheiße, echt? Save our souls. Wirklich, in ja, wirklich. Ja. Und das mache ich mit euch. Krass. Seelenrettung. Dann gehen wir mal und schauen mal, wie das aussieht. Krass, Alter. Hier ist voll. You like it? Das ist ja wie in einem anderen Land. Das ist ein gutes Guy. Schön. Ja. Wow. Ich erkläre dir das. Ich gebe dir auch was mit, damit du verstehst, was Gastronomie ist. Du bist der Gastronom. Es geht immer um Gastronomie. Nein, nochmal. Das musst du nochmal sagen. Damit du verstehst, was Gastronomie ist. Das musst du nochmal sagen. Also ich gebe dir eine Zeitung gleich mit, damit du verstehst, was Gastronomie ist. Ich habe nämlich einen Text darüber geschrieben. Und man lernt immer gern dazu. Und es geht immer um einen Inhalt. Hier ist auch ein Inhalt. Ich mache es jetzt nur ganz kurz. Hier geht es um Widerstand, um Haltung, gute Typen. Und das ist alles hier drin. Das ist ein ganz bekannt, berühmtes Bild. Das ist Hans Scholl, Sophie Scholl und Probst. Die drei, die gehängt worden sind, die Weiße Rose. Eine der bekanntesten Widerstandsgruppen im Welt. Und daneben steht, weil ich bin ja auch immer im Textlichen, das Licht, das wir nicht sehen. Diese Menschen sind für uns gestorben. Und die haben einen Heiligenschein. Manche sehen das Heiligenschein nicht, manche sehen nicht. Genauso wie es bei den Türken hat. Der Türk hat für mich auch einen Heiligenschein, weil er eine neue Moderne reingebracht hat. Er hat gesagt, die Religion ist nicht wichtig, sondern der Mensch ist wichtig. Und unter anderem, ja. Unter anderem. Und für die, die das Licht nicht sehen, wo alles dunkel ist, mach einfach Licht. Einfach so einfach eigentlich, ja. Ne? Und dann gibt es was ganz Wichtiges, Irritation. Alles, um was es geht, mache ich Irritation im öffentlichen Raum. Alles ist nicht ganz klar. Das ist eins der Wichtigsten. Ein Mensch ist ein Mensch. Jetzt denken welche, das ist bayerisch. Ein Mensch ist ein Mensch. Nee. Mensch ist was ganz anderes. Im Jiddischen. Jiddisch ist die altjüdische Sprache der Osteuropäer. Eine Mischung aus Deutsch, aus irgendwelchen. Und ein Mensch. Ein Mensch ist ein Mensch. Ein Mensch ist im Jiddischen weit übersetzt, sei ein guter Mensch. Aber es ist viel mehr. Es ist wie, wenn du sagst Arkadasch und gibst dem Arkadasch eine Tiefe, nicht? Es ist nicht nur Freund. Ein Mensch zu sein heißt, Menschen zu helfen. Das ist Gastfreundschaft, das ist Hospitality. Sei ein Mensch. Und das ist hier drin. Und alles, was ich so ein bisschen weiß, steht hier drin. Aber allerdings muss ich erst überlegen, ob es dir geben kann, weil es die Starnberger Wirtschaft, das ist die Zeitung hier für das, die alles hier erklärt. Und die können aber nur Leute bekommen, Zeitung für Idealisten. Bist du ein Idealist? Ja. Dann ist das eine Zeitung für dich. Was du drin gesehen hast, waren überall Sprüche an den Wänden. Hier habe ich aber keine Wände, also habe ich die Sprüche auf den Tischen geschrieben. 1100 Stück. Und es gibt immer ein Bier umsonst, wenn jemand findet, wo es den Doppelten gibt. Ach. Weil ein Wirtshaus ist mehr als nur eine Kneipe. Ein Wirtshaus ist ein politischer Veranstaltungsort. Dort wurden Revolutionen, dort wurden auch die Nazis geboren, nicht die NSDAP. Aber dort wurde auch Widerstand geboren, so alles. Adi, warum wolltest du keine Gastronomie mehr machen? Das Erste, was ein Gastronom macht, in eine Kneipe reingeht, Licht entweder heller oder dunkler, oder die Musik lauter oder leiser. Stimmt. Weil die es nie verstehen. Wenn es dunkler wird, musst du
wenn es hell ist, musst du das Licht heller machen. Wenn es lässt und es dunkel wird, ist es zu hell, musst du es leichter. Du meinst, das haben die Mitarbeiter nicht drauf, das ist kein Stirn. Hat er nicht Unrecht. Sieht nur der Eigentümer. Und da kennst du noch die alte Regel, man läuft nie umsonst. Ja, gibt keinen leeren Gang. Gibt keinen leeren Gang. Man Tablette in der Hand. Ja. Und früher, kannst du auch 100 Mal sagen. Und früher konntest du 100 Mal sagen, wenn die Vorwahlwohnung noch geraucht wärst, wenn du leer gehst, Aschenbecher auswechseln. Und ich gehe rein, alle Aschenbecher sind voll. Und ich laufe Millionär mit dem leeren Tablett. Und das konntest du nicht mehr ertragen, ne? Nee, ich kann es nicht mehr. Und du kannst es 100 Mal sagen. Es gibt so eine lustige Geschichte, wo wir im Leben schön waren. Im Leben ist schön, sind 6 Lampen, große Lampen. Und eine ist ausgefallen. Dann habe ich mir das angeguckt, wie lange? 4 Wochen. So, 4 ja, Wochen. Dann habe ich eine Vereinbarung, also habe ich eine Zusammenkunft gemacht und habe gesagt, was fällt euch hier im Raum auf? Nichts, ne? Nichts. Seht ihr nichts? Nein. Dann habe ich denen gezeigt, die Lampe. Ah ja, die ist kaputt. Seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen, sagt der eine. Ja, das habe ich gesehen, ich habe es dem gesagt. Ja, aber ich hatte keinen Schraubenzieher. Und dann habe ich es dem anderen gesagt, so haben wir einen Schraubenzieher. Dann hat er einen Schraubenzieher. Ja, ich hatte aber keine Leiter, habe ich einen Hausmeister angerufen und der ist aber nicht gekommen. Aha, so. Dann habe ich den gefragt, sag mal, die Verkettung, ne? Ja, dann habe ich den gefragt, wenn bei euch, das ist doch euer Arbeitsplatz, wenn bei euch zu Hause auf dem Scheißhaus, wo ihr Zeitung lesen oder scheißt, die Lampe ausgeht, wie lange dauert das? Bis sie wieder ersetzt wird, schnell, ne? Und als ich dann verkauft habe, es gab eine Szene, wo ich es verkauft habe, da war ein neuer Barmann drin, der angeblich toll ist. Ich bin da reingekommen, da habe ich nicht gekannt, so geguckt. Das habe ich ihm zu mir gerufen. Sag mal, siehst du hier irgendwas? Wie meinst du das? Naja, du bist doch der neue Barmann, sollte, oder? Und guck mal hinter dir. Guck da so. Guck mal genau. Sieht nichts. Also guck doch mal die zweite Reihe. Und zwar die Ramazzotti-Flasche, immer die höchste Flasche. Siehst du da was? Ah, das ist die Ramazzotti. Siehst du die Spinnweben? Ah, die Spinnweben, ja, die sehe ich. Aha. Warum? Warum sind da die Spinnweben? Ja, das habe ich schon dem Mitarbeiter gesagt. Der Mitarbeiter? Sag mal, du bist doch der Barmann. Der Barmann, die Bar, Barmann, das ist dein Gebiet. Das heißt, das ist doch deine Verantwortung, dass es aussieht. Wie sieht denn das aus, wenn es deine Bar ist denn da drin? Ja, aber hat er angefangen. Du sprichst jetzt so viel Gastronom aus der Seele. Ja, und dann habe ich gesagt, pass auf, weißt du, was jetzt passiert? Was passiert? Du ziehst die Schürze aus, gehst du die Schürze. Ja, du ziehst die Schürze aus und gehst jetzt. Du bist entlassen. Wie, ich bin entlassen? Ich gehe nicht. Wer sind sie? Ja, die Goldmann, ich bin der Besitzer. Ich gehe trotzdem nicht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ist ganz einfach. Du hast jetzt 3 Sekunden Zeit, die Schürze auszuziehen und rauszugehen. Das ist scheiße raus. Und wenn du das nicht in 3 Sekunden machst, dann werde ich dich erwürgen. Verstehst du das? Und dann kam aber die Anwendung, es ist besser, dass du jetzt die Schürze ausziehst, weil sonst rastet der aus. Bist also, du auch manchmal so, wenn du wirklich durchdrehst? Ich hoffe. Das ist so eine alte Schule, ich gebe gerne Backpfeife. Backpfeife, ja? Na, es ist unfassbar, weißt du, das ist der Barmann. Das ist sein Arbeitsplatz. Sein Arbeitsplatz, weißt du? Das nächste Mal sagt er mir, es steht da mit dem weißen Hemd da und es ist hier total schmutzig. Und sagt, ja, ich habe aber meiner Mutter gesagt, sie soll es waschen, sie hat es nicht gemacht. Und die Ausrede würde so kommen. Ja, und dann steht er da in deinem Lokal, dass er sich nicht schämt. Dass sich der Barmann nicht schämt, das ist seine Bar, sein Arbeitsplatz, dass er nicht sauber hält. Und dann war es das vorbei. Ich verkaufe das. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Weil sonst begehe ich noch einen Mord. Das ist ein Oldtimer-Parkhaus. Ja. Und wie viele Oldtimer sind da drin? 256. Aber die gehören nicht alle dir? Nein, die gehören nicht. Das ist vermietet. Das ist vermietet. Projekt, das wollte ich in 7 Städten machen. Und dann habe ich festgestellt, dass die Deutschen irgendwie ein Problem haben mit Miete zahlen. Die haben ein Auto für 500.000 und diskutieren über 20 Euro. Ist das so, ja? Das ist so, was du mal achten musst. Du musst mal achten auf die, die einen teuren Anzug haben. Und meistens machen sie das Schild nicht weg. Das haben sie. Hast du schon mal geachtet? Ja, aber das macht man eigentlich nicht. Ja, das steht sehr nah. Und dann musst du gucken auf die Schuhe. Alle, die einen teuren Anzug haben, kaufen Schuhe bei Deichmann. Wenn du einen teuren Anzug kaufst, muss auch unten ein Schuh. Muss es ein Lob sein, ein Olden, der kostet 600 Euro. Aber die sagen, ja, das sieht man doch gar nicht. Doch. Natürlich ist das so. Außerdem betrügst dich selber. Weißt du, wer die größte Betrügerei ist? Und ich muss sagen, ich habe das auch gemacht. Mal. Und da habe ich mich so geärgert, dass er geschmissen. Er hat mich da verführt. Weißt du, wie du das größte Betrügerei an dir selber machst? Du kaufst dir eine Fake Rolex für 100 Euro. Du betrügst dich doch jeden Tag selber.
Du tust so, als ob du eine Rolex hast, aber tue ich selber. Und er hat mich auch zu so einem Shop geschickt, was sehr gut ist, 500 Euro, die er von mir geliehen hat und mir nie zurückgegeben hat. Und da habe ich auch so eine Rolex gekauft, weil die hat, normal kostet die 12.000, da gab es eine, glaube ich, Shoot gemacht für 500. Dann habe ich die angezogen, habe sie irgendwann weggeschmissen. Was gesagt, wenn ich mir die Uhr nicht leisten kann, was ich ausgebe, trage ich sie nicht. Und wenn du die ganze Zeit hast, betrügst du dich doch jeden Tag selber. Also ich meine, das ist doch absurd. Du trägst eine Uhr, die 10. aber du weißt, dass es ein Fake ist. Du bist nicht ehrlich, dir selbst gegenüber. Bist nicht ehrlich, ja. Das ist ein Instagram-Star. Hier sind jeden Tag irgendwelche die cool. Fotos machen, irgendwas. Und das war im Prinzip, nachdem ich das so designt habe, war mir das zu clear, zu sauber. Ich sag, ich brauche da noch irgendwas. Ja, und da habe ich mir gesagt, eigentlich wollte ich die auch in Betrieb nehmen. Aber ich habe hier schneller gebaut und für die Genehmigung hätte ich hier bei dem Wasserschutz aufgraben und tausend, das hätte 10 Jahre gedauert. Ich habe gesagt, komm, fuck drauf, ich mache die einfach so. Deko. Deko, ja. Guck, das ist mein Lieblingsmann. Das ist der Michelin-Männchen. Den habe ich in Köln konnte ich den kaufen. Lustig, in so einem Vintage-Laden und sofort mich verliebt. Das hat der aber der Verkäufer auch gemerkt. Dann ist mir im Preis nicht runtergegangen. Danke für deine Offenheit, danke für deine Bodenständigkeit. Sag mal 3 Tipps den Gastronomen. 3 Tipps, ich kann keine Tipps, die Gastronomen sind verloren. Wer ein Gastronom ist, braucht keine Tipps, weil er schafft es auch ohne Tipps.